There's a story that I once told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dissemble it and reassemble it. Oh, oh. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world with happiness and be on Santa's magic list. That day, that the world would be okay and Santa Claus would hear him say. Hallo. Ah, hallo mein Freund. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte einmal zwei Torten, Zimtsterne, Spekulatius und Lebkuchen. So viel? Ja, so viel. Ich habe meine ganze Familie und Freunde eingeladen. Oh, heute zu Weihnachten? Auf jeden Fall. Das klingt ja nach einem großen Fest. Das hoffe ich. Okay, warte, mal schauen, ob ich alles auf Lager habe. Ja, ich müsste alles haben. Warte kurz. So, da hast du deine Bestellung. Dürfte doch alles sein, oder? Ja, danke. Okay, ich muss noch weiter. Dir ein schönes Fest. Ja, ebenso, danke. Frohe Weihnachten. Netter Junge. So, jetzt nochmal eben schnell die Geschenke für die anderen. Passt. Mensch, die wollten doch alle um 8 Uhr kommen. In 10 Minuten ist es soweit. Ich hoffe, sie schaffen's. Oh Mann, es ist schon 9:30. Ich ruf mal lieber an. Hallo? Kati? Du wolltest vor 1,5 Stunden hier sein. Was ist los? Sorry, das habe ich ganz vergessen. Ich war halt bei meiner Familie. Es ist sehr schlimm, wenn ich nicht komme. Nein. Ist schon okay. Vielleicht kommen dann wenigstens noch die anderen. Gut, versuche ich es wenigstens bei den anderen. Vielleicht verspäten die sich einfach nur sehr extrem. Ja, hallo? Hi. Ich wollte fragen, weil es ist jetzt schon 9:30. Kommst du noch zur Feier? Nee, sorry, ich hab vergessen abzusagen, weil ich wollte dieses Weihnachten mit meiner Familie verbringen, aber nächstes Weihnachten komme ich zu dir, okay? Ja, okay. Ja, sorry, Bro. Ja, kein Ding. Ja. Dann fehlt halt noch Maike. Hallo? Hi, ich wollte fragen, ob du noch zur Feier kommst. Es ist schon ziemlich spät. Oh, scheiße. Ja, ich wollte unbedingt kommen, aber ich sitze hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Du siehst ja, wie es draußen schneit. Mein Auto hat eine fette Panne und ich warte hier auf den ADAC, der irgendwie nicht kommt. Deswegen, also ich wollte eigentlich absagen, aber irgendwie klappt mein Handy nicht so, wie ich es will. Ja, kein Ding. Ich hoffe, du kommst da noch raus. Ja, ich komme dann, wenn es klappt. Ja, ciao. Ciao. Oh Mann, haben alle abgesagt. Ich habe mir noch solche Mühe hierfür gegeben. Vielleicht war ich alleine. Vielleicht sollte ich einfach nochmal rausgehen und spazieren.
Heavenly, we fall out of line, I'd fall anywhere with you, I'm by your side. Hey, warte mal. Bist du ganz allein an Weihnachten? Willst du dich nicht zu uns setzen? Du guckst so bedrückt. Danke. Bei uns ist es schön warm. Das ist unsere Familie hier. Jo Leute, stellt euch mal vor, er ist zu Weihnachten ganz allein. Das ist ja schrecklich. Wie kann das denn sein? Passiert halt, ne? Wir sind sozusagen eine Familie und wir feiern jedes Jahr Weihnachten alleine. Ist nicht kalt hier draußen? Ja, schon. Aber was sollen wir machen? Wie feiert man denn Weihnachten auf der Straße? Wir sitzen hier und erzählen uns was und essen. Wenn wir was zu essen kriegen, dann essen wir hier auch mal was. Na dann sag mal. Wie kommt es denn nun dazu, dass du so ganz alleine bist? Ja, ich habe die ganze Woche lang geplant. Alle meine Freunde sollten zu mir kommen, wir wollten feiern. Doch dann haben sie abgesagt, obwohl ich glaube, sie wollten einfach nur einen Grund finden, um nicht zu kommen. Also das ist echt keine... Wir sitzen zwar Weihnachten alleine draußen, ohne Dach über dem Kopf. Aber wir sind eine Familie und wir halten immer zusammen, egal was kommt. Hat so viel eingekauft. Wisst ihr was? Lasst uns doch alle zu mir nach oben gehen und dieses Weihnachten genießen. Willkommen, das können wir nicht annehmen. Was soll ich denn sonst mit den ganzen Lebensmitteln machen? Die werden schlecht und oben ist es warm. Ihr könnt es nicht annehmen. Bitte euch drum. Weihnachten. Also gut.